Servus Leute, heute sind wir auf dem 7-Post Fahrdynamikprüfstand. Den kennen wir ja schon, ich weiß. Aber wofür KW den noch benutzt, das zeigen wir heute. Und damit es nicht ganz so trocken wird, haben wir einen M2 und den Kollegen hier. Und Michael. Jetzt haben wir einen M2. Ich weiß, ihr habt verschiedene Fahrwerke für M2. Warum steht er jetzt auf dem Fahrdynamikprüfstand? Ein Fahrwerk fehlt noch. Welches? DDC-ECU. DDC-ECU habe ich nämlich gehabt bei mir in Biedl vor 5 Jahren. Genau. Wo quasi mein Fahrzeug ein eigenes WLAN hatte, wo ich stolz genau. war. Genau. Das heißt, der Kunde hat noch viel mehr Möglichkeiten, vom Fahrzeuginneren seine Kennlinie okay. zu verstellen. Das heißt, das Fahrerlebnis, was er spürt, kann er direkt vom Innenraum aus verstellen, ohne zwischen den Rädern irgendwelche Räder zu verstellen. Also heißt jetzt, ich meine, ich kenne das System. Ihr entwickelt das System oder die 3 Fahrmodis hier genau. auf dem Fahrdynamikprüfstand. Da fängt alles an und letzten Endes wird dann die Feinabstimmung auf der Straße noch gemacht, aber die Grundsettings werden hier auf dem Fahrdynamikprüfstand gemacht. Ja. Wie habt ihr angefangen? Oder wie alt ist das System? Ja, das System ist jetzt schon 5, 6 Jahre alt, also da hat die Entwicklung angefangen. Das heißt, du warst dann auch einer der Ersten, die es mal in einem Fahrzeug hatte. Ja. Und, das ist wie Oscar. Ja. Kurz zur Entwicklungsgeschichte vielleicht. Also angefangen, du kennst die Box hier. Ja genau, die kennst du. Das ist das, was du kennst. Ja genau. Angefangen hat das Ganze mit einer Kiste, die so groß war. Wow. Und letzten Endes konnte diese Kiste nur 2 Settings mit dem Kippschalter hin und her schalten. Und wir brauchten pro Achse ein so ein Steuergerät. Was? Und da war noch nichts mit Smartphone und irgendwie Versteuerung. War für die Entwicklung, okay. für den Start erstmal zu wissen, funktioniert das System? Können wir Kennlinien sinnvoll beeinflussen, sodass der Kunde mehr Mehrwert hat für sein Fahrerlebnis? Und es auch merkt. Ne? Und es auch spürt, genau. Ja. Und dann sind wir über verschiedenste Entwicklungen, über Fernbedienungen, Steuerungen, letzten Endes ist alles gestorben, weil ein Smartphone hat heutzutage jeder. Das heißt, es war naheliegend, auf eine Smartphone-Entwicklung zu gehen. Das heißt, wir sind auf Mikrocontroller-Technik runtergegangen. Auf was? Mikrocontroller. Die okay. kleinen Controller, okay. die ja. in jedem PC heutzutage ja. alle steuern. Und dazu haben wir zum einen die Entwicklung gemacht für das Steuergerät selber. Ja. Das heißt, wir müssen hier das Leben reinbringen. Wir müssen die 3 Kennlinien hier abstimmen. Und die müssen da rein, damit okay. der Kunde nachher über seinen Taster oder über sein WLAN-Modul diese Kennlinien anrufen kann, abrufen kann oder auch verändern kann. Das ist quasi das Herzstück von der ganzen Abstimmungsarbeit her. Das genau. heißt, hier ist gespeichert, welche Kennlinie ist für Sport, für Komfort und für Sport Plus. Genau, das steckt alles da drin. Steckt hier drin. Okay, und Zugriff habe ich dann halt eben auf den Taster, den wir halt kennen, der die Farbe verändert. Genau. Oder halt eben, wie ich das dann auch gemacht habe, natürlich nicht während der Fahrt an einem Smartphone, aber... ne? Das wäre ja verboten. Richtig. Deshalb kommt auch der Hinweis am Anfang, nur im Stillstand benutzen genau. oder durch den Beifahrer. Aber es ermöglicht halt eben nochmal das zu individualisieren, was wir mal vorgegeben haben. Muss ja nicht immer passen, weil der Kunde kann ja weitere Veränderungen an seinem Fahrzeug vornehmen. Und heute versuchen wir das Ganze auf dieses Fahrzeug anzuwenden. Neue Herausforderung, sportlicher Ansatz. Ja. Was für Apparaturen sehe ich denn hier? Ich meine, das, was du uns so sagen kannst, weil es sieht ja schon recht kabelig aus hier. Ja, es sieht jetzt alles ein bisschen verwirrend aus, aber letzten Endes haben wir wieder die 4 Stoßdämpfer. Ja. 4 Räder, 4 Stoßdämpfer. Das heißt ja hier mal als Kontrollleuchte, ne? Also genau. hier ist ja auch, genau. Also in dem Steuergerät selber, genau, hast du die Überwachung der einzelnen Stoßdämpfer drin. Ja. Die Kabel kommen hier an, ja. hat unser Markus vielleicht auch schon bekannt aus dem ja. einen oder anderen Video. Ja. Sauber verlegt in den Kofferraum rein. Ich habe alles erstmal wieder ein bisschen entstrippt, weil ich brauche quasi wieder Zugriff direkt auf die Dämpfer. Ja. Weil ich jetzt dem Fahrzeug sagen muss, dass es in Bewegung ist und es fährt. Sonst tun die Dämpfer nämlich
nichts. Das Kundenerlebnis muss ja auf der Straße spürbar sein. Der Prüfstand ist sehr, sehr viel sensibler wie das, was wir alle spüren können. Das heißt, kleinste Änderungen wirst du da sehen. Aber die Frage ist ja, kann der Kunde sie auch spüren? Und da ist unser subjektives Empfinden gefragt. Und wir fahren ja mehr oder weniger alle unsere Produkte und müssen dann subjektiv einordnen, passt das in unserem Produktrange, was der Prüfstand gesagt hat. Also wir validieren auch immer wieder den Prüfstand zu dem subjektiven. Und dann letzten Endes werden die ganzen Kennlinien nochmal in den Grenzen definiert. Das heißt, der Kunde kann sich dann innerhalb dieses Spielraums bewegen. Mhm. Und dann kommt das ganze Final ins Auto rein und das Produkt kann dann an den Kunden verkauft werden. Wir werden auf jeden Fall das Fahrwerk jetzt testen oder wir werden es auf der Straße noch fahren. Und dann werden wir mal berichten, wie unser Empfinden ist. Genau. Cool. So machen wir das. Micha, Dankeschön. Also. Bis Tage. Micha! So. Sidi Gonzales. So, also, pass auf. Wir haben ja jetzt wieder die App und den Taster. Ja. Kennst du ja im Prinzip schon. Man kann jetzt über die App umstellen oder über den Taster. Uns interessiert jetzt, zum einen ist die Kennlinie, die wir gestern am Prüfstand rausgefahren haben, in dem Fahrwerk korrekt hinterlegt worden. Das heißt, okay, wir können hier immer das aktive Setup direkt angucken. Jetzt im Moment stehen wir, wenn wir nachher fahren, im Komfort sollte der die Prozentwerte über die Geschwindigkeit langsam hochziehen. Okay. Und da werden wir die Settings durchfahren und subjektiv beurteilen. Das schauen wir uns an. Ja. Okay, gut. Ich bin gespannt. Wie lange habt ihr das entwickelt? An dem Dämpfer oder an dem Fahrwerk? Nee, an dem Fahrwerk. Also als Ganzes gesehen. Aber es ist auch so, dass im Vergleich, wenn du jetzt das DCC von Volkswagen nimmst, da ist der Unterschied relativ minimal zwischen den Fahrmodis. Okay. Was mir auch gefallen ist beim Beetle, dass die schon spürbar, also sie sind größer, sie sind wirklich zu spüren. Da ist jeder Step zu spüren. Weil du musst ja meist immer einen über, also zwischen Komfort und Sport Plus, sagen wir mal, vergleichbar beim DCC. Ist ein Unterschied, aber hier haben wir wirklich bei jedem einen Unterschied. Das ist echt cool. Ja, also zum einen versuchen wir es natürlich spürbar zu machen, aber es muss auch sinnvoll bleiben. Also theoretisch könntest du über den Dämpfer so eine große Spreizung generieren, dass nachher keine der Einstellungen mehr sinnvoll fahrbar ist. Okay, also aber man merkt einen Unterschied, aber es macht keinen Sinn. Ja, okay. Man möchte natürlich irgendwo ein Erlebnis damit generieren, aber es muss trotzdem irgendwo in jeder Einstellung ein sinnvolles Ergebnis sein oder eine sinnvolle Fahreinstellung sein. Weil jetzt auch gerade auf solchen Straßen bringt es dir nichts, wenn du übertriebene Härte fährst, dein Radstraßenkontakt wird so schlecht werden, dass es nachher dann auch in irgendeinen fahrsicherheitsrelevanten Bereich kritisch wird. Also müssen wir gucken, dass das immer fahrbar ist auf allen Strecken. Und die Einschränkungen haben wir halt. Also wir haben hier in den Kurven verschiedenste Anregungen drin. Das sind leicht diagonale Anregungen, die dann das Fahrzeug bekommt, weil wir die einseitig haben, also am Straßenrand hast du wellige Straße, in der Mitte eher etwas ruhigere Straße. Das heißt, du kriegst so leicht diagonale Anregungen in das Fahrzeug rein. Also eine Art Pitch. Da möchte ich natürlich, dass der Fahrzeugaufbau so ruhig wie möglich bleibt und dass mir die Traktionskontrolle nicht angeht. Also ich fahre die Strecken teilweise mit und teilweise ohne Traktionskontrolle. Ja. Aber für mich ist auch ganz interessant, wie oft arbeitet das System. Okay. Weil das für mich eine Rückmeldung ist, habe ich die Radlasten noch im Griff oder habe ich sie nicht im Griff? Wenn ich immer ohne fahren würde, würde ich teilweise gar nicht mitkriegen, dass ich jetzt schon an der Grenze von dem normalen Regelsystem bin. Weil die meisten Kunden ja in der Regel auf der Straße mit ESP fahren. Ja. Und wenn ich jetzt ein Fahrwerk generiere, was permanent dem Fahrer Eingriff vermittelt, dann habe ich irgendwo vielleicht meine Gesamtabstimmung nicht in allen Bereichen sauber im Griff gehabt. Das heißt, ich habe irgendwo, bin ich vielleicht mit den Radlasten zu hoch gegangen und er verliert dann an bestimmten Stellen einfach Radkontakt oder hat nicht mehr die Radlast, um die Beschleunigung, die ich jetzt haben will, abzusetzen. Und dann fängt das System an zu arbeiten. Interessant. Und der Hersteller hat natürlich die Möglichkeit, sein ESP immer auf Änderungen einzustellen. Wir müssen mit dem ESP vom Hersteller leben und müssen natürlich auf das System auch reagieren und uns das anschauen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig vom Fahrer. Also der Fahrer ist ja die Störgröße im Fahrzeug. Ja, das stimmt. Weil ich bringe permanent Störungen in das Fahren rein. Am Vertikaldynamikprüfstand gucke ich mir ja wirklich nur die vertikaldynamische Geschichte von dem Fahrzeug an. Also ich gebe Anregungen ein, wie reagiert mein Aufbau dran. Und es gibt keine Störgröße im Sinne von dem Fahrer. Der Fahrer ist als Störgröße Gas geben, bremsen, lenken, schalten. Und das bringt ja immer Unruhe in das Fahrzeug rein. Und das versucht das Fahrwerk oder muss das Fahrwerk wieder ausgleichen.
Deshalb ist auch viel von dem Fahrer erstmal abhängig, wie nachher das ganze System funktioniert. Deshalb ist es ja auch immer schick, wenn man einstellbare Fahrwerke hat. Weil jeder als Störgröße ja anders arbeitet. Und so hat jeder die Möglichkeit, als sich als Störgröße nochmal Einfluss zu nehmen. Aber also kaum ein Fahrer sieht sich als Störgröße. Ja. Weil das immer so negativ behaftet ist, wobei es ja komplett richtig ist. Ja. Und das ist ja auch nicht keine. Das ist ja der Vorteil auch vom Fahrdynamikprüfstand, ist immer konstant. Ne? Genau. Also, ja. Wenn ich das Auto jetzt fahre, ist es ja komplett anders. Das stimmt schon. Das Einlenken jetzt, ne? Genau, gehört auch mit dazu. Anlenken ist hier dann ganz interessant, kann man sich in den verschiedenen Einstellungen mal anschauen. Teilweise nehme ich auch noch Messtechnik mit dazu, weil es immer gut ist, gerade wenn man jetzt zwei Leute hat, die in der Firma subjektiv beurteilen und man ist sich nicht immer einer Meinung, ja. Weil es auch tagesformabhängig abweichen oder Unterschiede geben kann. Also nimmt man dann nochmal einen Sensor mit, der jetzt in 6 Achsen messen kann, zum Beispiel quer durch, also die vertikale Beschleunigung, längsdynamisch, Gieren, Rollen, Nicken. Und dann kann man nochmal die Strecken abfahren und dann kann man sich da auch nochmal auf objektiver Weise im subjektiven Fahrvergleich austauschen. Ja, hier habe ich so ein paar Kopfsteinpflasterabsätze drin, da gucke ich immer ein bisschen, wie ist das Verhältnis Vorderachse zu Hinterachse. Fällt der Aufbau in die Senken rein, also ist auch wieder so ein Thema Zuganbindung. Ja. Wird er gleich mitgezogen oder lässt er die Räder ausfedern und der Aufbau bleibt möglichst stabil. Dann, wie sind positive Anregungen Vorder- zu Hinterachse? Hier zum Beispiel merkt man jetzt vielleicht auch, die Hinterachse ist ein Ticken dominanter, wie die Vorderachse. Ist aber ein Stück weit auch so gewollt, weil ich natürlich jetzt in dem Fall näher an der Vorderachse sitze wie an der Hinterachse. Das heißt, ich kann Komfort generieren an der Vorderachse für mich als Fahrer und Fahrzeugstabilität ein Stück weit über die Hinterachse auch generieren. Fahrzeugabstützung ist in dem Fall dann auch Fahrsicherheit. Wir haben hier einen schönen Flickasphalt. Ja. Sieht man nochmal, wie so einseitig dann das Rad arbeitet, kriege ich viel Impact auf meinen Aufbau oder filtert es sauber raus. Jetzt fahren wir mal so ungefähr mit 80 über die Welle. Ich weiß nicht, ob du sie siehst. Ja. Da kommt sie. Oder 90. So, und wenn du jetzt ein unterdämpftes Auto hättest, ja. Unterdämpft heißt, meine Schwingung wird nicht so schnell abgebaut, es schwingt etwas nach, dann würdest du da drüber fahren und dann kommt Vorder- oder Hinterachse, je nachdem, was unterdämpft ist, würde dann bis zur Kreuzung hier vorne weiter schwingen. Am Schwingen, also die genau. Federung letztendlich. Die. Und jetzt haben wir ja bei dem Auto gemerkt, wir sind drüber gefahren, das Auto ist einmal eingefedert und stand. Ja. Also es ist sauber, auch von der Ausfedergeschwindigkeit war es okay. Ausgefedert und es gab keinen Nachschwingen, keine weitere Aufbaubewegung auf diesen Event. Jetzt fahren wir das Ganze mal noch im Sport Plus, weil man hat jetzt noch einen ganz leichten Radkontakt gehört im Rathaus. So, jetzt müssen wir noch mal kurz Gas geben. Er hat auch noch einen Einsatz gehabt, was wir jetzt aber auch gesehen haben. Ich war unter Last. Okay. Wir sind auf die Welle drauf gefahren und dann im Moment, wo ich oben bin, ist ja die Feder komprimiert und arbeitet gegen den Aufbau. Also ich will den Aufbau ausfahren lassen und in dem Moment verliere ich kurz Radlast. Ja. Oder reduziere ich, nicht verliere ich, sondern reduziere Radlast. Und wir haben ganz kurz die Traktionskontrolle gesehen. Aber woran liegt es jetzt, dass der Kontakt hatte? Also aufgrund dessen, dass du gerade unter Last warst? Ich war unter Volllast, okay. Ja. Und da will er ja in. Okay. Genau, aber wir hatten trotzdem noch das Einfedern. Normal muss es aus der gleichen Richtung dann auch vergleichen. Ja. Also wenn wir jetzt in der anderen Richtung fahren würden, wäre ich mir ziemlich sicher, dass wir besser abgestützt sind, weil in der Richtung ist die Welle etwas spitzer wie in der anderen Richtung. Also du musst natürlich im Vergleich auch immer die Strecke gleich fahren, sonst macht es wenig Sinn. Ja, ich denke, ich werd dann auch noch eine Runde fahren müssen, weil wir eh schon gesagt haben, wir werden noch Änderungen machen. Heißt ja. Das, ich werde meine Schleifen noch mal fahren. Wir werden noch mal nach dem Radkontakt im Rathaus schauen müssen. Ja. Die Spreizung, ich denke, nach oben hin werden wir nicht sportlicher werden müssen. Also meine Aufbauanbindung ist gut. Ich habe eine sehr direkte Rückmeldung der Straße. Ich habe einen sehr sportlichen Fahreindruck. Das ist ja auch letzten Endes das, was ich damit generieren will, wenn ich im Sportmodus bin. Wenn ich jetzt mal gucke, das Auto rollt fast gar nicht bei Lenkbewegungen. Ich habe sehr direkte Rückmeldung.
Also das passt alles und ich denke, jetzt im Sinne von Hertha muss ich das Fahrzeug nicht machen, ich würde nur viel verlieren. Okay. Da es ja auch immer noch ein Straßenprodukt ist, also ich denke, jetzt könnte ich hier auch viel Spaß auf einer Rennstrecke haben, aber meine Federrate erhöht sich ja nicht mit der Umstellung. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will noch sportlicher werden, dann ist man irgendwann wieder in dem Bereich, wo man sagen würde, jetzt brauche ich ein Clubsportprodukt. Aber für das Produkt bin ich jetzt von der Härte her, von der Sportlichkeit her, da wo ich hin will. Das passt. Da geht es jetzt nur noch darum, ist meine Harmonie sauber? Da muss man dann auch mal konzentriert eine Runde fahren. Und nach unten hin in Richtung Komfort, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Komfort von der Hinterachse wünschen. Okay. Dazu müssen wir den Dämpfer nochmal umbauen. Dass wenn ich jetzt hier gerade drüber fahre, dass ich noch ein bisschen Stoßigkeit rausnehmen kann. Ich kann jetzt die Vorderachse nicht weicher machen, weil die Hinterachse nicht folgen kann. Okay, also eine Abhängigkeit, also genau. Eine gewisse Abhängigkeit muss das schon machen. Das heißt, ich will hier noch ein bisschen mehr den Aufbau entkoppeln. Also dass das Rad noch mehr mit der Straße arbeitet und mein Aufbau noch ein Stück weit ruhiger wird. Dass ich hier noch etwas entspannter fahren kann. Ja, das ist immer so ein Indiz, wenn der Bauch aufhört zu wackeln, dann weißt du, alles ist gut. Ja, du hast jetzt keinen Bauch, dann müsste ich das hier mal machen. Ich Bauch. Wir brauchen heute deinen Bauch. Jetzt kommt noch mal so ein spannendes Thema, da geht es auch wieder um B- und Entlastung, fahren wir mal im Sport. Ich denke, da haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden. Das ist so eine doppelte Welle. Ja. Das Auto setzt sich rein. Kompression, ne? Da ist dann auch noch mal die Frage, merke ich da einen Druckanschlag schon? Also meine Dämpferwege sind ja irgendwo begrenzt. Ja. Dazu haben wir diese Puffer drauf. Wie setzt der ein? Ist das ein sehr hartes Einsetzen, also ein abruptes Abbremsen der Bewegung? Oder habe ich ein weiches Einsetzen und ich merke das kaum? Ein hartes Einsetzen würde auch heißen, ich habe in relativ kurzer Zeit, hier müssen wir auch noch mal kurz gucken. Okay, haben wir auch noch mal vorne das Thema. Aber von der Aufbaubewegung selber war es unspektakulär. Das Auto fährt in die Senke rein, kriegt dann die Komprimierung durch die Positivwelle, die danach kommt. Aber der Aufbau bleibt stabil. Ich habe keinen ESP, ich habe keinen Spurversatz, ich habe da nichts drin. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was vermitteln. Ja, definitiv. Also wahrscheinlich also für die Kürze des Videos viel zu viel. Ja, nimm halt die sinnvollen Sachen raus, rein. Ja, genau, die sinnvollen raus. Die nicht nachvollziehbaren Sachen raus. Ja. Aber sehr cool. Tausend Dank. Ja, bitte, bitte.